Deine laufende Buchhaltung machst du in erster Linie für die Umsatzsteuer. Genauer gesagt für die Umsatzsteuervoranmeldung. Alles, was du für die Umsatzsteuervoranmeldung wissen solltest, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich sitze nicht alleine da. An meiner Seite sitzt Roland Elias von Steuer mit Kopf. Hallo. Wir wollen heute in diesem Video mal das ganze Thema Umsatzsteuervoranmeldung besprechen. Was ist denn das genau eigentlich? Die Umsatzsteuervoranmeldung ist, sag ich mal, eine monatliche Meldung, die ans Finanzamt, also im Normalfall monatlich erfolgt, wo du dann deine Umsätze und die gegenzurechnenden Vorsteuern ganz einfach an das Finanzamt meldest, weil jede Rechnung, die du ja als Unternehmer schreibst, wenn du kein Kleinunternehmer bist, hast ja dann so diese 19% drauf und diese 19%, die gehören ja nicht dir, sondern die gehören dem Finanzamt und die musst du dann auch ans Finanzamt beweisen. Damit du den richtigen Betrag überweist, gibt es die Umsatzsteuervoranmeldung und das muss man im Grunde dann einmal monatlich, quartalsweise oder jährlich dann machen. Genau, das ist gleich die erste Frage, wann muss man das denn eigentlich tun? Das darf man sich leider nicht aussuchen, auch wenn das ganz schön wäre und auch immer mal wieder in einigen Gesprächen merken wir gerade, wenn Mandanten neu dazukommen, dass sie denken, sie dürfen sich das irgendwie aussuchen. Geht leider nicht, es gibt drei Szenarien. Das heißt, entweder machst du es einmal im Jahr deine Meldung, dann ist es ehrlicherweise keine Voranmeldung, weil du machst halt einfach im Jahr einmal deine Umsatzsteuererklärung. Und das ist immer der Fall, wenn du unter 1.000 Euro Umsatzsteuer im letzten Jahr gezahlt hast. Wenn du im letzten Jahr insgesamt zwischen 1.000 und 7.500 Euro Umsatzsteuer gezahlt hast, dann ist dein Vormeldezeitraum das Quartal. Das heißt, dann muss man wirklich einmal im Quartal die Buchhaltung machen und die Umsatzsteuer berechnen. Immer wenn du im letzten Jahr über 7.500 Euro gezahlt hast, dann kannst du davon ausgehen, dass du im nächsten Jahr monatlich zahlen musst. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle auch, das ist natürlich die Theorie. Rein praktisch läuft es immer so, dass das Finanzamt einmal halt irgendwann einen Brief schickt und sagt, es hat sich jetzt verändert, ab jetzt bitte quartalsweise, ab jetzt bitte monatlich. Genau. Das heißt eigentlich, das ist jetzt für euch gut zu wissen, woher das kommt, aber in der Regel meldet sich das Finanzamt so, wie sie es haben wollen. Auch wichtiger Punkt, man darf dann auch nicht davon abweichen. Das heißt, wenn beim Finanzamt noch im System steht, quartalsweise, ergibt das gar keinen Sinn, wenn ihr selbst was anderes berechnet und plötzlich für einzelne Monate meldet, das wird abgelehnt und dann kriegt ihr direkt ein Schreiben, dass das nicht verarbeitet werden konnte. Genau, ganz wichtig auch natürlich für Gründer ist es mittlerweile, es war früher anders, jetzt ist es so, dass es immer quartalsweise ist. Früher war es so, jeder Gründer musste dann monatlich machen, jetzt ist es so quartalsweise. Und auch ganz wichtig, wenn ihr sagt, okay, dieses quartalsweise oder das jährliche, das wollt ihr nicht machen, man kann auf Antrag sich immer schlechter stellen. Das heißt, man kann von jährlich auf quartalsweise, von quartalsweise auf monatlich, aber nicht von monatlich auf quartalsweise oder von monatlich auf jährlich umstellen. Das ist möglich auf Antrag. Ist manchmal auch so also rein für die Geldwirtschaft, manchmal haben die Leute, das verstehe ich absolut, wollen lieber häufiger kleinere Beträge vorauszahlen als quartalsweise die ganz großen Beträge. Genau, richtig. Und dann ergibt es Sinn. Wann muss das denn gemacht werden? Ja, das ist eine ganz sportliche Sache. Wenn man nicht die Sonderregelungen nutzt, dann ist es immer zum 10. Also das heißt zum Beispiel jetzt, wenn wir sagen, es ist Juli, dann wäre die Umsatzsteuervoranmeldung für Juli am 10. August, solange das kein gesetzlicher Feiertag, Samstag, Sonntag oder ähnliches ist, dort fällig. Ganz wichtig an dem Punkt auch, dass es nicht nur die Meldung fällig, sondern auch die Zahlung. Ja. Das vergisst man häufig immer, dass man, ja, wird bei euch genauso sein, Mandanten am 10. die Meldung rausgeht und dann heißt es ja, okay, ich zahle das dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Nein, theoretisch ist auch die Zahlung dann komplett an diesem Tag fällig. Deswegen unsere Empfehlung da immer, Lastschriftverfahren, dann bucht das Finanzamt dann von selbst ab. Ja, also gerade, manchmal bucht das Finanzamt tatsächlich witzigerweise später ab, aber sobald ihr ein Lastschriftmandat beim Finanzamt hinterlegt habt, ist das quasi immer pünktlich. Dann müsst ihr euch um das ganze Thema der Säumniszuschläge aufgrund von verspäteten Zahlungen eigentlich nie Gedanken machen, weil dann ist das die Verantwortung des Finanzamtes und da entstehen dann keine Säumniszuschläge zumindest. Genau. Und du hast angesprochen schon das Wochenende oder Feiertag. Mhm. Auch an der Stelle Hinweis, weil ich manchmal so verzweifelte Anrufe bekomme, wenn der 10. Sonntag ist, so an einem Freitag vorher, was ist denn los? Ich habe noch gar nichts bekommen. Das ist immer der folgende Werktag und nicht der Werktag vorher. Das ist auch noch ganz wichtig zu wissen. Kriege ich manchmal mit, gerade bei Gründern, die das noch nicht so genau wissen, ist auch inhaltlich logisch, das müsste bis zum 10., aber ihr habt dann immer automatisch einen Tag mehr Zeit oder zwei Tage, je nachdem, wann es fällt. Ja. Genau, das heißt, bis dann habt ihr Zeit. Wobei 10 Tage auch relativ sportlich ist. Das stimmt, ja. Kann man da nicht noch irgendwie Fristverlängerungen machen? Ja, gibt es. Und zwar es gibt diese sogenannte Dauerfristverlängerung. Das ist eine Möglichkeit, dass zum Beispiel in unserem Beispiel, meines vorhin sind, der Juli nicht mehr am 10. August fällig ist, sondern am 10. September. Dann verlängert sich das Ganze um einen Monat nach hinten. Ist aber natürlich auch ganz wichtig, ist nicht kostenlos, kostet zwar im Endeffekt kein Geld, aber es muss eine Sicherheitsleistung hinterlegt werden und zwar das Sondervorauszahlungssoll im SVZ in Höhe von 1/11 des
Vorjahres sollst, also das, was du im gesamten Jahr an Umsatzsteuer vorausgezahlt hast, davon ein Elftel, also 1 geteilt durch 11, musst du dann vorauszahlen. Und damit hast du dann einen Monat mehr Zeit für die Umsatzsteuervoranmeldung. So ein bisschen wie so eine Kaution eigentlich. Genau, weil richtig. Der Staat kriegt ja dann all das Geld immer einen Monat später. Und weil der Staat natürlich nicht auf eigene Tasche das machen will, genau, sagt er, okay, ich gib mir ein Elftel von der Vorjahresschuld und dann kannst du das auch ein bisschen später zahlen. Genau, richtig. Und wichtig an dieser Stelle ist natürlich, wenn man einen Steuerberater hat für die laufende Buchhaltung und auch wenn ihr Mandant bei uns seid, dann machen wir das natürlich alles komplett für euch. Ihr kriegt dann eine Benachrichtigung, wann die Umsatzsteuervoranmeldung fertig ist. Ihr seht ja in der Contest-App sowieso schon, wie viel Geld man zurücklegen sollte. Das heißt, da sollte es keine bösen Überraschungen eigentlich geben, zumindest wenn alles schön ordentlich kategorisiert wurde. Und dann bekommt ihr tatsächlich bis zum 10. ein bisschen abhängig davon, wann ihr uns die Belege geschickt habt. Wenn das immer aktuell ist, dann kriegt ihr das eigentlich am 1., 2. oder 3. eines Monats schon komplett fertig. Bei euch liegt dann tatsächlich noch die Überweisung. Auch da kriege ich immer mal wieder Verwirrung, weil Kontist Bankkonto und Kontist Steuerberatung in einer App suggeriert manchmal so ein bisschen, dass wir die ganze Zahlung auch schon machen, können wir nicht machen. Deswegen die von dir schon angesprochene Lastschriftmandat beim Finanzamt hinterlegen und dann müsst ihr da auch nichts mehr machen. Dann muss man auch unterjährig nichts machen. Wird bei deinen Mandanten genauso sein, wenn die Buchhaltung da ist, ein Lastschriftmandat eingerichtet ist, dann muss man nicht viel mehr machen, außer Belege einreichen und gut ist. Genau, richtig. Ja. Das ist easier, das ist. Gut, wenn ihr dazu noch Fragen habt, gerade wenn man gerade gründet oder sich Dinge ändern, Frequenzen ändern oder wenn ihr vielleicht Kleinunternehmer wart und das ändert sich, dann habt ihr vielleicht ein paar Fragen, die könnt ihr gerne uns stellen. Erstmal unten in die Kommentare schreiben. Und wir haben tatsächlich gerade zum Thema, was ich angesprochen habe, die Kleinunternehmerregelung. Dazu haben wir auch ein spannendes Video aufgenommen. Das findet ihr auf dem Kanal von Roland bei Steuern mit Kopf. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.